wieder eure Katrin mit einem neuen Unboxing-Video. Ja, es ist mal wieder so weit, da ist mal wieder was Schönes bei mir eingetrudelt. Und was soll ich euch sagen, ich habe mir mal auch was von Mojo bestellt. Das müssten die niegelnagelneuen T-Rexe von Mojo von sein. Ja, zwei Figuren, zwei unterschiedliche Farbgebungen. Aber schauen wir doch mal rein, packen wir das aus. Ich bin schon sehr gespannt, die zu sehen und vor allem, wie groß die sind. Ah, da offenbart sich schon etwas. Jede Menge Färbungsmüll. Interessant, interessant, interessant. Wow. Wow. Nicht schlecht und schön schwer. Ne? Wow. Meine Güte. Krass. Ja, das ist die eine Version. Der gleiche T-Rex nochmal, nur in anderer Farbe. Mann, sind die schön. Wow, nicht schlecht. Und den wollte ich auch schon lange haben, den Brachiosaurus von Mojo. Weil ich finde, der sieht auch so ein bisschen aus wie der Brachiosaurus aus Jurassic Park. Aber jetzt packen wir die drei mal aus ihren Tüten da aus. So, fangen wir mal mit dem Brachiosaurus an. Ach, ich liebe Unboxing, ne? Ist immer wie Weihnachten. Meine Güte. Alles neue Bewohner des niegelnagelneuen Universums. Tja, der Brachiosaurus. Mann, ist der schön. Ist der schön. Also auch Mojo macht wirklich schöne Sachen. Schöne Dino-Figürchen. Ja. So, jetzt kommt. So, stellen wir das bestimmt mal beiseite. The next one, please. Dann haben wir hier einen der niegelnagelneuen T-Rexe. Zuerst gesehen in Rupis Videos, ja, wo ist die Rupi, ne? Dann hier, weiß ich überhaupt von diesem Modellchen. Wow, herrlich schwer, ne? Fühlt sich sehr gummi-like an, ne? Sehr, sehr gummierte Oberfläche hier, sehr eigenartig erstmal, keiner meiner Dinos hat so eine Oberfläche wie die hier. Wow, das ist schon spektakulär. Yes, wow, cool. Das Modellchen in grün. So, und jetzt der braune noch. Oh, cool. Und das Schöne ist, ein paar Dinos sind noch unterwegs zu mir. Und toll. Ich freue mich. Wow. Wow. Hammerteil, ne? Also die neuen Mojo T-Rex sind ja mal echt eine Ansage hier, ne? Wahnsinn. Was steht's? Schöne dicke Hüften hier, ne? Naja gut, das geht noch. Ja, endlich habe ich es auch, ne? Endlich habe ich diese Schätzeleins auch. Wow, cool. Und vor allem den Brachiosaurus, endlich habe ich es auch wirklich, ne? Ja, da haben wir sie. Zwei niegelnagelneue T-Rexe in grün und in rotbraun und der Brachiosaurus. Stelle ich alles noch in meinen zukünftigen Reviews vor, ne? Zeige ich euch dann noch. Ja, und das soll es im Prinzip auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinschauen, ja, und alles mitverfolgen. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer, Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!